Ich freue mich sehr, dass wir heute hier endlich über diesen Fall reden können. Wir haben das seit über 2 Jahren, steckt uns dieser Fall im Hals und jetzt ist es endlich soweit, dass wir öffentlich darüber reden können. Was ist passiert? Epicenter Works ist eine Datenschutz-Netzpolitik-Organisation, die es seit über 14 Jahren gibt und ich glaube, wir sind relativ bekannt für unseren Einsatz für Datensicherheit, für Datenschutz. Und ich beginne bei etwas, das den anwesenden Journalistinnen und Journalisten hier sehr vertraut ist, nämlich Sorgfaltspflicht. Teil unserer Arbeit ist es, Expertise abzugeben und Einschätzungen, wenn wir gefragt werden, wie sich etwas technisch oder rechtlich verhält, dann bekommen wir sehr oft Anfragen aus dem Medienbereich, auch aus der Politik, was wir zu gewissen Themen halten. Und da sind dann eben teilweise auch wirklich heikle Fälle dabei. Das äußert sich dann so, dass Journalistinnen und Journalisten zu uns kommen mit der Bitte um eine Einschätzung, weil sie glauben, da ist wirklich eine gravierende Lücke. Kann das wirklich so sein? Wie ist das zu bewerten? Und vor allem auch, stimmt das überhaupt? Also ganz oft werden wir auch gefragt, um eine vermutete Sicherheitslücke, zum Beispiel wirklich etwas ist, das man als solches bezeichnen kann, oder halt einfach nur ein Anwendungsfehler oder derartige Dinge. Und da sind wir eigentlich schon mitten in Fragen der IT-Security. Und da ist es nun einmal so, dass wenn ein Schlosser versucht, die Sicherheit eines Schlosses zu bewerten, muss er auch versuchen, ohne Schlüssel reinzukommen. So war es auch beim EMS-Skandal. EMS steht für das epidemiologische Meldesystem, ein System, wo alle gefährlichen, meldepflichtigen Krankheiten in Österreich eingetragen sind. Da begab es sich 2021, dass die Tageszeitung Der Standard an uns herangetreten ist, mit einer vermuteten Lücke in diesem System. Das war natürlich mitten in der Covid-19-Hochzeit der Pandemie. Und da haben wir dann eben nach eingängiger Prüfung festgestellt, das ist wirklich eine gravierende Lücke. Darüber sind Millionen sensible Gesundheitsdaten der Bevölkerung offen zugänglich. Also konnte über diese damalige Lücke wirklich alle HIV, Covid-19, Hepatitis, Syphilis-Erkrankungen einsehen und eintragen. Und man hatte auch die Möglichkeit, in das Melderegister Einsicht zu nehmen, inklusive die Daten, die dort gesperrt sind, von zum Beispiel Diplomatinnen, PolitikerInnen oder anderen Personen, die im zentralen Melderegister gesperrt sind. Und was haben wir damit getan? Wir haben Responsible Disclosure gemacht. Wir haben, nachdem wir die Lücke verifiziert haben, das alles dokumentiert, an die Verantwortlichen geschickt, in dem Fall das Gesundheitsministerium. Und erst nachdem die Lücke geschlossen wurde, sind wir damit gemeinsam mit dem Standard an die Öffentlichkeit gegangen. Für uns war die Sache damit eigentlich erledigt, leider nicht für das Gesundheitsministerium. Wenige Tage danach wurden wir angezeigt vom Gesundheitsministerium. In unserer 14-jährigen Geschichte gab es sowas noch nie, dass wir für unsere Arbeit strafrechtliche Konsequenzen uns drohten, wir damit rechnen mussten. Wir waren natürlich dann sofort in Alarm, also nachdem wir davon erfahren haben, ein Jahr lang hat man uns nicht darüber informiert, dass wir angezeigt wurden oder gegen uns ermittelt wird, was uns auch ein bisschen verwundert zurückgelassen hat. Aber sobald wir es dann wussten, haben wir uns anwaltliche Vertretung geholt. Maria Windhager hat uns vertreten, dankenswerterweise. Wir werden auch gleich von ihr hören, wie das Ganze rechtlich einzuschätzen ist. Auf jeden Fall haben wir uns dann auf der politischen Ebene, wo wir zu Hause sind, auch an den Gesundheitsminister gewendet. Denn der uns zur Last gelegte Paragraph 118a des Strafgesetzbuches ist ein Delikt, wo die Strafverfolgung erst autorisiert werden muss durch die mutmaßlich geschädigten Verantwortlichen. Und das ist halt in dem Fall der Gesundheitsminister. Und genau an den Gesundheitsminister Rauch haben wir uns auch gewendet mit einem Brief und der Bitte, doch uns als Menschenrechtsorganisation nicht für unsere Arbeit strafrechtlich zu verfolgen. Bis heute hätte es Gesundheitsminister Rauch in der Hand, diese Autorisierung der Strafverfolgung zurückzunehmen. Das hat er leider nicht getan. Er hat uns auch nicht auf unseren Brief geantwortet, den Sie auch in den Materialien haben und den wir heute veröffentlichen. Und wir fragen uns schon so ein bisschen, ob diese Anzeige gegen uns etwas damit zu tun hat, dass wir in der Covid-19-Pandemie sehr viele Sicherheits- und Datenschutzskandale
aufgedeckt haben, besonders im Gesundheitsbereich. Ich erinnere nur an den Grünen Pass, wo wir ein Projekt, das schon kurz vor der Umsetzung war, gestoppt haben, indem wir auf Sicherheitslücken hingewiesen haben. Österreich testet, wo auch gravierende Sicherheitslücken vorhanden waren. Das Ergänzungsregister für sonstige Betroffene fiel auch in die Pandemiezeit. Und da gibt es durchaus Leute, die wahrscheinlich meinen, unsere Arbeit stört sie in ihrer Arbeit. Aber so ist es halt leider in einer liberalen Demokratie, sind NGOs wie unsere, die eine Watchdog-Funktion haben, durchaus unangenehm. Wir müssen auch Sicherheitslücken benennen können. Wir brauchen einen demokratischen Diskurs über Sicherheitslücken und jene, die solche Fehler melden, sollten nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Leider ist das aber heute so. Hätten wir den Mund gehalten, hätten wir Stillschweigen behalten, wäre uns nichts passiert. Wir haben das Glück, dass wir als Verein wirklich die teuerste Rechtsschutzversicherung haben, die es so gibt. Deswegen wurden unsere Anwaltskosten übernommen. Wenn man die Personalkosten dazu zählt, kommen wir aber ungefähr auf knapp 15.000 Euro, die uns das Ganze gekostet hat, neben den grauen Haaren jetzt über diese 2 Jahre. Und daraus erwächst auch für uns die politische Forderung zum heutigen Zeitpunkt. Wir warnen vor einem abschreckenden Effekt, den das Ganze hat auf die Sicherheitsforschung, auf die Zivilgesellschaft, auf die Wissenschaft generell, die sich mit Sicherheitslücken auch in staatlichen Systemen beschäftigen muss. In der Privatwirtschaft ist man da weiter, da gibt es Bug-Bounty-Programme, da kriegt man sogar symbolische Geldbeträge, wenn man Sicherheitslücken meldet. Gibt es im österreichischen Staat nicht, mit Ausnahme von der Stadt Wien als Pilotprojekt. Und dahinter steht aber auch die Forderung, doch endlich den Paragraph 118a und den daran anlehnenden Paragraph 62 Datenschutzgesetz zu reformieren, weil laut derer ist man heute einfach mit Strafdrohungen belegt, wenn man Sicherheitslücken findet und auch wenn man diese moralisch richtig meldet. Morgen endet die Begutachtung für das NIS-2-Gesetz, das ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Da wäre wieder einmal eine Chance gewesen für Österreich, das zu tun, nämlich Responsible Disclosure und moralisch richtigen Umgang mit Sicherheitslücken straffrei zu stellen. Leider findet sich das nicht im Begutachtungsentwurf. Unsere Stellungnahme ist seit gestern öffentlich und wir fordern dann nicht etwas, das illusorisch ist. Die ENISA, die Europäische Behörde für Netzwerksicherheit, stimmt uns dazu und fordert genauso, Sicherheitslücken, die gemeldet werden, sollten nicht strafrechtlich verfolgt werden. Und Litauen und die Niederlande haben schon derartige Gesetze. Sprich, Österreich ist hier hinten nach und wir hoffen, dass auch die Öffentlichkeit in unserem Fall zu genau der Debatte führt, die es damit braucht. Damit gebe ich weiter an die Maria Klee. Ja, ich kann mich jetzt eigentlich relativ kurz fassen, weil der Thomas Lohninger das jetzt an und für sich schon sehr ausführlich dargelegt hat. Wenn es dann noch spezielle Rückfragen zum Fall gibt, gerne beantworte ich das noch. Aus meiner Perspektive, ja, es ist ein Missstand, aber das trifft sozusagen viele Strafverfahren, dass man oft sehr spät erst davon erfährt, dass überhaupt ein Strafverfahren anhängig ist. Also das ist sozusagen eine Grundsatz, eine Problematik, eine Strukturproblematik. Das, was ich in dem Fall als besonders herausfordernd angesehen habe, war die Problematik, weil ja dieser Paragraph 118a Strafgesetzbuch ein Ermächtigungsdelikt ist. Das heißt sozusagen, dieser Tatbestand kann nur dann verfolgt werden, wenn eine Ermächtigung vorliegt. Und was zum Beispiel aufzeigt, wie problematisch gleich mal so eine Konstellation werden kann, ist, dass sich herausgestellt hat, dass vollkommen unklar ist, wer jetzt eigentlich die Ermächtigung erteilen muss. Weil erteilt hat sie zunächst haben sie, das Gesundheitsministerium, also die beiden Beamten, die praktisch hier angezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat aber eigentlich die Ansicht vertreten, dass die Ermächtigung gar nicht jetzt da vom Ministerium kommen muss, sondern eigentlich von den Betroffenen, von denen, in deren Rechte sozusagen eingegriffen worden ist, was aus meiner Sicht eigentlich auch naheliegend ist. Und die Ermächtigung gab es ja, weil man hat ja sozusagen speziell bei Betroffenen nachgeschaut, die man gekannt hat. Das war eine sozusagen der wirklich der Vorsichtsmaßnahmen, die auch von Epicenter Works gemacht worden ist, dass man gesagt hat, man schaut in Daten rein von Personen, die man kennt, ja, um eben sozusagen unnötige Eingriffe gegen Personen, die man eben nicht kennt, zu verhindern. Das war zum Beispiel eine der ganz zentralen Sicherheitsmaßnahmen, wo man auch sieht,
wie sorgfältig auch so ein Sicherheitscheck auch stattfindet. Ja, also da wird schon sehr, sehr viel bedacht. Und dann waren wir eben mit der Problematik konfrontiert, dass wir jetzt eigentlich gar nicht gewusst haben, was gilt da überhaupt. Ja? Und dann hängt das ewig in der Luft. Ja? Also wir haben zum Beispiel schon mittlerweile einen sehr aufmerksamen Staatsanwalt gehabt, der dieses Verfahren sozusagen betreut hat und der auch immer also sich wirklich bemüht hat, uns auf dem Laufenden zu halten, uns Auskunft zu geben. Und das ist aber ewig, also wirklich gehangen, und es ist wirklich, also ich kann das nur bestätigen und betonen, was es für eine Belastung ist, wenn solche Ermittlungen anhängig sind, wo man sich eigentlich rechtlich gar nicht wirklich genau auskennt, was jetzt Sache ist und das sich auch nicht herausfinden lässt. Letztendlich ist ja das Verfahren eingestellt worden, auch mit der sozusagen Begründung, so wie es wir auch immer argumentiert haben. Das ist schon durchgegangen, aber es hat eben sehr, sehr lang gedauert, und ich denke, dass das schon eine Fallkonstellation ist, wo man grundsätzlich darüber nachdenken kann, wie kann man die vermeiden. Und das ist eigentlich sehr einfach möglich. Es gibt verschiedenste, da kann sicher auch noch dann der Thomas Lohninger vielleicht genauer Auskunft geben, es gibt auch Best-Practice-Beispiele, wie man das lösen kann. Also das muss man nicht irgendwie neu erfinden, da gibt es schon was, wo man hier einfach eine Klarstellung macht, weil es vollkommen klar im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, solche Sicherheitslücken zu schließen. Und also in Wahrheit ist die Arbeit, die halt die NGOs in dem Bereich leisten, unbezahlbar. Und natürlich auch die mediale Aufbereitung. Es ist wichtig, sozusagen auf diese Gefahren hinzuweisen, um eben sozusagen zu sensibilisieren, ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen, das ja dann wieder auch politisch, rechtspolitische Weichenstellungen ermöglicht. Also da rennt was wirklich ganz gewaltig schief, und das eigentlich ist, muss ich sagen, aus meiner juristischen Perspektive, es ist für uns nicht wirklich klar geworden. Und es war auch etwas, was uns einen enormen Aufwand verursacht hat, das zu recherchieren, irgendwie einzuordnen und überhaupt greifbar zu machen. Ja. Morgen auf meiner Seite, auf der Nettel 2. Ich komme aber von einer ganz anderen Seite zu dem Fall. Wir arbeiten als Stadtplaner CERT seit Jahren schon genau in dieser Schnittstelle zwischen Leuten, die Probleme finden, und Leuten, die Probleme lösen können. Wir verarbeiten jeden Tag viele Meldungen über Schwachstellen in Österreich, geben die weiter an die Betreiber dieser Netze. Das reicht von einfachen Sachen wie veraltete Versionen von aktuell FortiGate, Fortinet, Firewalls oder Cisco ASA, gerade aktuell eine Schwachstelle. Da brauchen wir Informationen, wer betroffen ist, um genau gezielt den Leuten sagen zu können, pass auf, ihr müsst das fixen. Nicht, weil ich das euch anschaffe oder sage, sondern weil es in eurem eigenen Interesse ist, dass das gefixt wird. Das ist Tagesgeschäft für uns. Rechtliche Rahmen dafür gibt die NIS-Richtlinie. NIS 2 sagt ganz speziell, der Staat, alle Mitgliedstaaten der EU brauchen eine nationale Policy, wie sie mit Schwachstellen umgehen sollen. Und sie müssen ein CERT benennen, aus den mehreren, die es geben kann in einem Land, die als zentrale Ansprechstelle für solche Sachen da sind. Die diese Brücke schlagen zwischen den Forschern, die was finden, und den Leuten, die nachher das Ganze fixen kann. Das ist bei uns jetzt mit NIS 2 in Fast-Umsetzung. Ja, der Paragraph ist da, aber etwas kurz. Er sagt im Wesentlichen nur, dass die Rolle wir machen sollen, aber da ist noch kein Fleisch dran mit genauen Regelungen, was ein Forscher tun darf, was er an Daten verarbeiten darf, auf was er aufpassen muss, in welcher Zeitintervalle er was melden muss, wann darf er an die Medien gehen. Das ist alles noch offen. Dazu brauchen wir eine nationale Policy dafür, wie wir als Gesellschaft mit diesem Problem umgehen sollen. Das ist auf unserem Speisezettel. Die EU sagt genau, das muss jeder Member State entwickeln, das müssen wir aus Österreich machen. Mein Stand ist, dass das im BMI durchaus bewusst ist, dass dort auch bald eine Arbeitsgruppe anfangen wird, daran zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir da auch eine Beteiligung der Zivilgesellschaft erreichen können, weil das ist ein nicht ganz triviales Problem. Ich will, dass Forscher nachschauen können und dann entsprechend die Schwachstellen melden, damit sie gefixt werden können.
Ich will aber vielleicht nicht eine komplette Freigabe haben, hetzt öfter überall rein, ist eh alles okay, solange er nachher sagt, was los ist. Da brauchen wir eine gute Balance zwischen, ja, wir wollen draufkommen, wenn das schief läuft, wir wollen nicht ein Free-for-all haben, für alle können überall reinhacken, wie sie wollen. Und diese Balance zu finden, glaube ich, wird unsere Aufgabe sein in den nächsten Monaten, da als Gesellschaft einen Konsens zu finden, wie wir damit am besten umgehen. Wir brauchen einerseits das Ganze auf der staatlichen Seite und da brauchen wir dann die Haken rein ins Strafrecht, ins Zivilrecht, ins Datenschutzrecht. Was darf der Forscher machen? Darf er kurz einmal eine Schwachstelle ausnutzen, um zu beweisen, dass sie da ist? Darf er Datensätze rausholen, um zu beweisen, dass die Datensätze rausgeholt werden können? Wie schaut es aus mit Schadenersatz? Wie sehr kann er was dabei hinmachen, kaputt machen beim Testen? Oder wie sehr kann die Firma bei der Publikation nachher behaupten, du hast mir jetzt geschadet, weil du meine Schwachstelle öffentlich gemacht hast? Da brauchen wir einen Konsens als Land, wie das am besten regeln ist, und daran müssen wir arbeiten. Neben dieser nationalen Policy brauchen wir das Gleiche auch auf Firmenseite. Vorhin schon erwähnt, Wien hat das, eine Policy, wo man sagen kann, ja, ihr könnt bei uns testen, unter gewissen Grenzen, und dann melden, und dann gibt es potenziell auch dafür irgendwelche Bounties. Global gibt es da von Firmen oft wirklich Geld dafür, wenn vor allem in ihren eigenen Produkten Fehler gefunden werden. Im staatlichen Umfeld gibt es auch oft irgendwelche Goodies, die reichen von irgendwelchen Eintragungen auf Listen, wo sagen, ja, die haben uns was gefunden, die sind die Guten, die haben was gefunden, die waren gut. Ich glaube, die Kollegen auch von CDU haben sowas, eine Heroes List. Die Kollegen aus den Niederlanden, ganz lustig, die verschicken T-Shirts, wo drauf steht, I hacked the Dutch government and all I got was this T-Shirt. So gehen wir damit um. Das ist quasi nicht eine Belohnung im finanziellen Sinn, weil man will nicht unbedingt die Leute antreiben, dass sie jetzt anfangen zu hacken, aber es ist eine Wertschätzung dafür, dass man das seriös und gut abgefangen hat und abgewickelt hat und gemeldet hat. Und ich glaube, da wollen wir hin. Sowohl auf der Firmenseite, dass die Firmen sagen, ja, es ist okay, uns zu melden, und das ist der Weg. Jetzt runtergeht auf die Technik, es gibt einen Standard dafür, security.txt, wo man hinterlegen kann auf der Webseite, wohin diese Meldungen gehen sollen. Klar definieren, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was gibt es als Goodie, wenn man sowas macht. Firmenseitig, national, und da müssen wir uns anschauen, wie sehr wir in andere Rechtsmaterien reingreifen müssen, um halt klarzustellen, dass gewisse Sachen, wenn in einem richtigen Kontext gemacht, nicht strafbar sind. So. Dankeschön. Und danke für die Sachverhaltsdarstellung und die breite Einschätzung. Das Panel steht jetzt auf jeden Fall für Fragen zur Verfügung und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Fragen aus dem Raum. Bitte. Das klingt ein bisschen, was da passiert ist, war so ein bisschen Shoot the Messenger. Sie haben jetzt schon angesprochen, Frau Winkler, dann kann ich mal konkret erläutern, was müsste sich denn aus Ihrer Sicht rechtlich ändern? Und hat es Sie auch verwundert, dass das Gesundheitsministerium da so vorgegangen ist? Ich wiederhole die Frage nur schnell. Um sie im Stream zu haben. Viktoria Weidegger von der 1 hat gefragt, ob Maria Winkler das verwundert hat, dass das Gesundheitsministerium so gehandelt hat. Ja, also ich kann das nur bestätigen. Also das war sicher sozusagen die größte Irritation, wie das überhaupt eingeleitet worden ist, weil ja schon aufgrund der medialen Aufbereitung vollkommen klar war, in welchem Kontext das eigentlich passiert ist und mit welcher Intention. Das ist ja alles offengelegt worden und darüber ist ja berichtet worden und die Lücke war auch schon geschlossen. Ja? Warum man da jetzt sozusagen eine Anzeige machen muss, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber die uns natürlich sehr irritiert hat. Und es gab ja dann eben, so wie es der Herr Lohninger auch schon berichtet hat, es gab ja dann auch sozusagen einen Kontakt und ein Schreiben an den Gesundheitsminister, diese Ermächtigung zurückzuziehen. Wobei das Interessante ja in dem Zusammenhang ist, hätte es überhaupt etwas gebracht, die Ermächtigung zurückzuziehen, weil auf seine Ermächtigung kommt es ja nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sowieso nicht an. Ja? Also das ist ja ein bisschen eine absurde Konstellation. Und daran sieht man, dass da was nicht stimmt. Jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt.
Ich bin keine Legistin, ja, Gott sei Dank, möchte das nicht machen müssen, weil natürlich geht es sozusagen um diese Balance, die man da herstellen muss, und die muss sich halt rechtlich in einer Form abbilden, wo man sagt, 2 Jahre sozusagen offenes Ermittlungsverfahren gegen eine NGO, das kann kein wünschenswerter Zustand sein. Ja. Entweder muss man sagen, Entschuldigung, da muss man auf den ersten Blick sehen, das ist nichts, stellen wir ein. Ja. Oder ja, es, sozusagen, es ist von vornherein klar, schon aufgrund sozusagen einer entsprechenden rechtlichen Regelung, dass das eine Fallkonstellation ist, die einfach den Tatbestand nicht erfüllt. Ja. Und wenn das sozusagen klargestellt ist, dann kann das von vornherein nicht passieren. Ich muss dann noch kurz anhängen. Es gibt einen Grund, warum das Ganze jetzt EU-seitig am Tablet ist. Weil ganz einfach diese Fälle, wie die wir hier in Österreich hatten, kein Einzelfall sind. Solche Fälle gibt es quer über die Welt. Deutschland hatte in letzter Zeit ein paar solche Fälle. Das ist leider, das heißt, ich schätze, die falsche Ausdruck dafür, aber das kam regelmäßig vor, dass gut meinende Techniker, die was gefunden haben, dann verfolgt wurden von Firmen, die dann aus verletztem Stolz oder was auch immer gemeint haben, sie müssen das verfolgen. Genau deswegen gibt es EU-seitig da die Vorgabe, das müssen wir lösen, das Problem. Das ist nicht nur Österreich, das ist ein globales Problem. Ich habe 2 Sachen. Das eine ist, also ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sowas passieren kann. Auch nach den vielen Jahren jetzt, wo man eigentlich einfach schon mit dem Data Center Burst gearbeitet hat. Wie lange würden Sie einschätzen, ich weiß nicht genau, wer sich da berufen fühlt, wie lange geht man davon aus, dass die EU eine Lösung findet? Oder Österreich in dem Fall, quasi mit solchen Fällen künftig besser umzugehen? Die 2. Frage wäre, ob es mittlerweile ein klärendes Gespräch mit dem Herrn Minister gab oder noch nicht. Ich kann dazu was sagen. Also wir haben die Quellen auch hier verlinkt, dass es, also Entschuldigung, die Frage wiederholen. Die Frage war einerseits, ob es ein klärendes Gespräch mit dem Gesundheitsminister gab inzwischen und andererseits, was da vielleicht europarechtlich oder logistisch noch kommen könnte. Zur 2. Frage, nein, gab es nicht. Wir hatten bis heute keinerlei Kontakt. Wir haben diesen Brief am 23. Dezember 2022 an den Gesundheitsminister geschrieben. Und wir haben uns wirklich erhofft, dass da zumindest irgendeine Reaktion kam, aber bis heute leider nichts dazu. Wir sind da auch gespannt, wie er das denn eigentlich sieht, denn an sich glauben wir schon, dass wir dem Gesundheitsministerium in der Pandemie einen großen Dienst erwiesen haben. Wir haben mehrmals wirklich gravierende Sicherheitslücken, auch noch bevor die Systeme in Betrieb genommen wurden, aufgezeigt, und man hat ja dann immer auch darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob das mit einer Dankbarkeit oder mit einem Trotz passiert ist, aber es hat zumindest einen positiven Effekt gehabt. Zu der anderen Frage, wir haben jetzt die NIS2-Richtlinie von der EU bekommen, in der das eigentlich schon drinnen steht. Gestern ist unsere juristische Analyse im Begutachtungsverfahren online gegangen. Wir haben im Moment eine Minimalumsetzung, die auch eine ganz starke Konzentration beim Innenministerium sieht. Was wir kritisieren, wir hätten uns hier eine unabhängige Behörde gewünscht oder zumindest ein Modell wie in Deutschland. Und es ist zum Beispiel in Litauen wirklich exzellent gelöst worden, dieses Problem der Responsible Disclosure und wie man mit Sicherheitslücken umgeht. Und das kam aus dem litauischen Verteidigungsministerium, weil Litauen sich sehr bewusst ist der hybriden Bedrohungslagen, in denen wir uns heutzutage befinden. Und viele der Szenarien, die vor allem Russland betreffen, kann man so 1:1 auch für Österreich umlegen. Und wir haben in der Privatwirtschaft, glaube ich, schon auch mehr Bewusstsein inzwischen als auf staatlicher Seite. Gerade in Österreich ist da noch einiges aufzuholen. Wir haben jetzt noch kein Arbeitsprogramm der EU-Kommission nach der Europawahl. Es wird spannend, ob es in dem Bereich wieder etwas geben wird. Ein Thema, was ich nur zuletzt noch logistisch erwähnen werde, ist der Cyber Resilience Act, der auch jetzt versucht, die IT-Sicherheits das Niveau zu heben. Ja, aber das ist auch wiederum nur für Produkte, nicht für staatliche Datenbanken zum Beispiel. Das ist nicht Regelungsgegenstand von diesem EU-Gesetz. Sonst noch eine Frage vielleicht aus dem Raum. Haben wir Fragen aus dem Netz? Nicht? Vielleicht einmal kurz einhängen.
Wir haben mehrere rechtliche Rahmen dafür. Wir haben jetzt die NIS-2-Direktive, die wir gerade umsetzen, wo es darum geht, um Schwachstellen in Systemen und auch Software. Die Kollegen in den Staaten, die das schon gemacht haben, berichten im Wesentlichen, dass sie zwei Arten von diesen Prozessen haben. Prozess 1 ist, jemand findet eine Schwachstelle in einem Online-System, wird gemeldet an den entsprechenden Eigentümer, entweder ist es ein Konfigurationsfehler oder Softwareproblem oder wird meistens relativ schnell gefixt, ist für das CERT, also die Verteilungsstelle, meistens relativ einfach. Wie spannend wird es bei fehlenden Software? Wir hatten zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Wochen das Problem mit der XZ-Library, die quasi eine globale Hintertür in ganz vielen Systemen aufgemacht hätte. Und der Prozess, wie ich das koordiniere, dass das global zuerst gefixt wird, bevor es bekannt wird, ist ein unheimlich spannender Prozess, weil wem sage ich es? Ich muss quasi allen sagen, die es einsetzen. Wenn das global fast jeder ist, wird es schwierig zu entscheiden, wem sage ich es zuerst, wie, in welchen Stufen mache ich die Bekanntgabe. Das ist ein ziemlich interessanter Prozess, da gab es schon hinreichend oft Schwierigkeiten. Denken wir zurück an die Kaminski-Schwachstelle von MDNS vor 15 Jahren. Ganz interessant, das heißt, das müssen wir hinkriegen. Das ist dann meistens der große Aufwand für die CERTs, die das dann koordinieren. Wir haben jetzt dann aus dem CRA, den Cyber Resilience Act, da geht es um Software, dass die Hersteller von Software dafür sorgen müssen, dass ihre Systeme sauber sind und dass Schwachstellen gemeldet werden. Da gibt es dann eine zentrale Datenbank in der ENISA, die das Ganze betreuen soll. Achtung hier, ganz wichtig, nur weil die ENISA eine Datenbank hat von Schwachstellen, heißt das nicht, dass dort gespeichert ist, wie man das ausnutzt, sondern das ist eine Datenbank eigentlich für die Verteidiger, dass sie wissen, um was sie sich kümmern müssen und nicht für Angreifer, damit sie wissen, wie sie was ausnutzen müssen. Ganz, ganz wichtig. Wir spielen damit im Konzert, weil aus dem CRA gibt es dann, wenn das dann durch ist, eine zentrale Plattform, die gemeldet werden kann. Und wir werden uns jetzt dann überlegen müssen, wie wir ab Herbst, ab in Kraft treten, dass Gesetze dann offiziell den Weg bauen für unsere Bürger, wie sie an uns melden können, dass wir das Ganze weitergeben. Laut Gesetz und auch laut Richtlinie ist es ganz klar, dass diese Meldungen auch anonym erfolgen dürfen. Ganz, ganz groß drinnen, weil halt schon der Tagungswert da ist, dass diese Melder oft belangt werden aus idiotischen Gründen. Deswegen ist ganz klar die rechtliche Vorgabe, dass die Meldung auch anonym erfolgen darf. Und wir quasi als Meldestelle die Anonymität auch schützen müssen von den Meldern. Und ich halte es eigentlich für falsch, dass wir uns da hinter der Anonymität verstecken müssen, wenn es auch eigentlich besser wäre, wenn man das offen spielen kann, dass der Melder auch offen sagen kann, ich habe es gefunden, wir haben es gemeinsam gelöst, wir können darüber reden. Das ist eigentlich die viel saubere Variante, als Gesellschaft damit umzugehen. Ich würde noch einen letzten Punkt machen, nochmal so aus betroffener Sicht. Das eine ist, um vielleicht klar zu sagen, wir würden das wieder machen. Also wir werden auch weiterhin Ansprechpartner sein für die Medien, für alle Leute, die glauben, sie haben was gefunden, um Missstände im Land aufzuzeigen, Lücken zu schließen und die Daten der Bevölkerung zu schützen. Davon werden wir uns nicht abhalten und auch nicht einschüchtern lassen. Ich hoffe nur, dass diese Arbeit eben künftig als das rechtlich eingeschätzt wird, was es ist, nämlich, wie Maria Winter gesagt hat, im überwiegenden öffentlichen Interesse. NIS 2 ist jetzt gerade genau die Chance dafür, das auch zu tun. Und hier noch ein letzter Hinweis. Dies ist ein Gesetz, das mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss. Sprich, die Regierung kann dies nicht alleine tun. Sie braucht die Stimmen von SPÖ oder FPÖ. Und da bin ich fast genauso gespannt darauf, wie ob sich Gesundheitsminister Rauch irgendwann noch bei uns melden wird. Ich habe nur noch eine letzte Detailfrage, Christian Hammer von der APA. Weil gesagt worden ist, dass sei von zwei Beamten im Ministerium ausgegangen. Frau Winter, ist es für Sie denkmöglich, dass die zwar einfach gedacht, also Frau Mutterkamp, dass sie von Amts wegen als im öffentlichen Dienst was verpflichtet sind, diese Anzeige zu machen? Ja, davon will ich schon ausgehen. Also ich will denen keine... Also Lage, ja, also ich glaube nicht, dass das... Also ich denke mir, das ist eine aus meiner Sicht, also ich will denen überhaupt da keine niederen Motive unterstellen.
Ich glaube, die haben sich verpflichtet gesehen, das zu tun. Ja? Und damit wird auch klar, dass es hier sozusagen eine rechtliche Klarstellung braucht. Ja? Weil die haben das einfach so eingeschätzt. Und es gibt unterschiedliche Rechtsansichten dazu. Ja? Eben auch, man sieht das eben am Beispiel, eben, wer ist überhaupt sozusagen, wer muss überhaupt die Ermächtigung erteilen. Und eben, wie weit gibt es da sozusagen eine quasi Anzeigepflicht? Ja? Und mussten die das melden? Ja? Das ist eben alles ein bisschen unklar. Ja? Und deswegen eben die Forderung, das muss man sich genau anschauen, was ist da gelaufen, ja? Und wie ist das eigentlich wirklich einzuordnen. Dadurch, dass das Verfahren jetzt eingestellt worden ist, ja, kennen wir zwar sozusagen die Rechtsansicht der Staatsanwaltschaft, ja, die auch eben unserer Argumentation gefolgt ist, aber es sind trotzdem viele Fragen offen geblieben. Also wäre besser gewesen, als wir nicht möglich. Naja, das hört natürlich der Mandant nicht gerne. Wir Juristinnen, wir führen immer gern Verfahren, um gescheiter zu werden. Ja? Aber das kann man wirklich niemandem zumuten. Und es ist auch, das möchte ich auch noch einmal sagen, der Herr Lohninger war persönlich Beschuldigter. Das macht auch noch mal etwas. Ja? Also ich möchte das immer wieder festhalten, weil eben Strafverfahren und eben selbst wenn nur Ermittlungen stattfinden, wirklich belastend sind und es sozusagen an die Essenz gegangen ist. Was dürfen wir überhaupt als Organisation, die ja genau ihr Selbstverständnis dort sieht, ja, und ihre Rolle dort sieht, dürfen wir das in Zukunft überhaupt noch machen? Das ist natürlich auch im Raum gestanden. Und da tauchen dann wirklich sehr viele Fragen auf. Also es ist aus meiner Sicht eine existenzielle Bedrohung für diese NGO gewesen. Man kann es auch umdrehen. Vielleicht will einer von Ihren Kollegen mal was austesten. Und wenn sie über einen Artikel schreibt, über so ein Thema, will er vielleicht auch überprüfen, ob das, was der Informant an die Presse gesagt hat, ob das denn eigentlich stimmt. Dann ist auch der Journalist vielleicht im halben Fuß im Journal. Ja. Also das ist nicht nur für die NGO hier relevant, das ist auch für die Medien relevant, das Thema. Ja, also da muss ich natürlich sozusagen als klassische Medienvertreterin, was ja mein eigentliches sozusagen Metier ist, auch natürlich noch einmal eine Lanze für den Journalismus brechen. Weil zum Beispiel die Meldung, so wie es der Herr Lohninger berichtet hat, oder der Hinweis kam ja von dieser Seite. Und dann hat man das eben sozusagen gemeinsam inhaltlich bearbeitet. Und damit ist natürlich in Wahrheit auch die Journalistin im Kriminal. Ja, sozusagen, nein, ist nicht vorgegangen worden. Aber potenziell, wenn man das konsequent weiterdenkt, ist es natürlich sozusagen eine Beitragshandlung, wenn die da dabei war, sozusagen beim Überprüfen sozusagen der Lüge zum Beispiel auch. Ja. Ja. Dazu vielleicht nur auch eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Wenn es eine rechtliche Verpflichtung gab, uns anzuzeigen von Seiten des Gesundheitsministeriums, wieso hat man dann den Standard nicht angezeigt? Wir haben exakt dieselben Informationen zum exakt selben Zeitpunkt veröffentlicht. Das würde mich auch interessieren. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für Ihr Kommen. Danke an das Panel und ich würde die Pressekonferenz damit abschließen.